Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in Plague Arts 2. Hören wir mal erstmal die Mucke aus. Nicht, weil ich was gegen die Mucke habe, die findest du sehr hübsch. Aber traditionell ist das halt alles A, immer sehr laut und B, ist YouTube da manchmal ein bisschen giftig, wenn es um Musik geht. So, und wie ich gerade sehe, ist die Auflösung nicht so burnend, da muss ich mal kurz um. So, jetzt kann man schon mal eher schaffen. Ja, passt. Dann machen wir ein neues Spiel. Baut eine Spinne ihr Netz nah am Feuer, wird sie entweder viele Motten fangen oder ihr Netz verbrennt und sie stirbt. Vielleicht hatte Cassia von Thenos ihr Netz zu nah am Feuer gebaut. Vielleicht hatte sie zu vielen Leuten zu viel versprochen. An diesem Morgen erwachte sie nicht wie sonst in ihrem weichen Bett. Das ist mir der Hintergrundgedudel, also die Hintergrundgeräusche sind viel zu laut, man hört es reden nicht richtig. So, übrigens, Plague Arts 2 ist natürlich das schwarze Auge Plague Arts 2. Plague Arts 1 läuft ja schon als Let's Play. Ein weiteres sehr schönes schwarze Auge-Spiel. Ja, nach all den Jahren Durststrecke haben wir mittlerweile doch eine schöne Auswahl bekommen. An der Stelle Dankeschön an den Dalek. Hallo? Redest immer noch, was? Wo bin ich? Warte, Cassia von Thenos. Ich weiß nicht, was... Jubelnde Menschen? Das Labyrinth unter der Arena. Gerade kämpfen ein paar Gladiatoren gegen die neuen Horden eures Kyrios Marvan. Sie werden sterben. Genau wie du. Nur etwas schneller. Warum? 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 Ich hab nichts falsch gemacht. Die Katakomben sind voll mit unschuldigen Leuten. Falls du auf Gerippe triffst, die haben alle nichts falsch gemacht. Du weißt, wer ich bin. Natürlich. Du musst wissen, wer ich bin. Lass mich raus und ich werde... Ah, ich werde. Man hat mich bereits vor dir gewarnt, Cassia von Thenos. Sag mir, was du haben willst und... Aussichtslos, Herrin. Ich bin nur der Wachhund. Ich wurde abgerichtet, meine Gefangenen zu hassen. Hier unten sind Spinnen. Korapien. Ich glaube nicht, dass mir Korapien gefallen. Versündige dich nicht. Es sollen göttliche Tiere sein. Ihr Gift zersetzt entweder den Körper oder den Geist. Ganz so, wie die Götter wünschen. In spätestens 3 Monaten bist du entweder wahnsinnig oder tot. Tod wäre mir lieber. Okay, Cassia ist offensichtlich nicht festgelegt. Schön. Wenn man Plague Arts 1 gespielt hat, kommt man mit Plague Arts 2 offensichtlich auch schnell hin. Mengbilla. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich glaube ich bin.
Wir sind also immer noch im Süden von Aventurien. Sehr schön. Warum hatte man sie eingesperrt? Und warum jetzt? Cassia wusste nur, dass sie entkommen musste. Sie nahm ihren Mut zusammen und verschwand in der Dunkelheit. Boah, jetzt habe ich direkt Bock zum Meistern. Ich muss jetzt ein paar Leute zusammen trommeln, ich muss das schwarze Auge Pen Paper spielen. Das ist richtig schön, richtig schöner Anfang. Wohin jetzt? Wieder so ein Hebel. Was war das? Ja, Kindsche, es ist ein Labyrinth. Wenn es ein geradeaus durch wäre, würde man es nicht Labyrinth nennen. Niemand, der große giftige Spinnenlabyrinth hält. Verschwindet! Verschwindet! Wieso ausgerechnet Spinnen? Harry, warum muss es immer Spinnen sein? Warum heißt es nie? Komm, wir folgen den Schmetterlingen. Einer der besten Sätze in der Harry Potter, wobei ich weiß gar nicht, ob es nicht auch in den Büchern ist. Ich habe jetzt zu meiner Schande zwar Harry Potter natürlich gelesen, alle Bände, aber seitdem habe ich hauptsächlich die Filme immer mal wieder geguckt und deshalb weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ob das auch im Buch war, wenn es heißt so, wir folgen den Hagrid will, dass wir den Spinnen folgen. Harry, warum heißt es nie? Folge den Schmetterling. So, wir vertreschen jetzt mal ein paar Spinnen. Ah! Toll. Nein. Kein Biss. Bitte kein Biss. Bitte. Oh, warum ich? Warum? Läuft eher bescheiden, oder? Mit Ausweichen hast du es denn, Mädchen, ne? Oh, halt, warte mal. Heilwasser. Ah, okay, wir kriegen es nicht gleich am Ende. Okay. Da würde ich sagen, das zweite Tippsche, obwohl, ist nie verbrauchen die sich scheinbar nicht. Aber sehr schönes Level-Design. Sieht aus wie ein aufgeschlagenes Buch, oder nicht? Was auch immer. Für was soll denn sonst hier die Tür geöffnet werden? Ist also hier das Tor. Hm.
Nö, nee, dahinter geht's auch nicht. Wahrscheinlich ist es ganz offensichtlich, bloß ich sehe es wieder nicht. Ein Buch, der gute Herrscher. Besser als nichts. Ich muss einfach vor dem Buch stehen bleiben, Runde beenden, na toll. Was Cassia auch tat, wo auch immer sie suchte, alle Pfade führten sie irgendwann zurück zu ihrem Ausgangspunkt. Erschöpft und wund von Spinnenbissen, wandte sie sich der einzigen Ablenkung zu, die sie gefunden hatte. Was liest du da? Seit wann interessiert dich, was ich tue? Interessiert mich nicht. Mag nur das Rascheln der Seiten nicht. Klingt wie ein Messer, das durch Fleisch schneidet. Es heißt Der gute Herrscher von einem Dexter Nemrod. Klingt uninteressant. Besser als das stumpfe Gerede eines Köters. Ich sollte... Nein. Ich werde nicht anfangen, mit mir selbst zu sprechen. Ja, genau so fängt es an. Ich bin für Magie. Ich bin erst halt für Feuerball. Kann man nicht gleich mehrere mit wegrufen. Und ich bin für Heilen. Und ich bin für Klar und Purum, wenn man mit Giftspinnen zu tun hat. Amatrutz hat natürlich Vorteile, gell, aber oft verbraucht man die AP ja dann doch lieber für den Angriff. Obwohl, na toll. Ah ne, ist geblieben, die 1 hier überall drauf. Haben noch 100. Das juckt mich nicht. Ich denke, die 100 sparen wir uns erstmal auf. Warum? Nein, keine Selbstgespräche. Ich werde nicht wahnsinnig. Oder vielleicht sollte ich, denn wenn ich nicht wahnsinnig werde, warum? Warum? Diese Spinne will nicht verschwinden. Sie beißt mich nachts. Gib ihr einen Namen, dann wirkt sie weniger hässlich. Schöner Grund. Dann sollst du Mirai heißen, meine neue Schwester. Mirai, komm zu mir. Dann eben nicht. Gebot Nummer 1. Der gute Herrscher liebt jeden. Er vertraut jedem. Er schließt mit jedem Freundschaft. Jedem gehört sein Wort. Gebot Nummer 2. Der gute Herrscher liebt niemanden. Er vertraut niemandem. Er schließt keine Freundschaften. Sein Wort dient nur ihm selbst. Das widerspricht jeder Algebra. Kannst du nicht durch Liebe herrschen, dann herrsche durch Furcht. Liebe ist das stärkere Band, aber Furcht ist das schnellere. Ja, hört sich an Machiavelli an. Werden deine Entscheidungen hinterfragt, so wirst du niemals herrschen. Wer an dir zweifelt, tötet dich.
Also töte die, die an dir zweifeln. Das klingt nach Caligula. Dann würde ich aber erstmal sagen, die hat sich ganz schöne Sammlung angeschafft. Kurzschwert halte ich ehrlich gesagt für eine gute Idee. Kann die mit zwei Waffen kämpfen? Moment. Ja. Die Keule brauchst du nicht. Ah, okay. Dann gehen wir ins Labyrinth. Sie vergaß sich selbst, vergaß ihr Leben. Vergaß ihre Angst. Wie Motten kreisten die Gedanken um ihr Buch. Tagsüber lernte sie die Winkelzüge der Macht. Nachts setzte sie ihre Suche nach einem Ausweg fort. Links, links, Mitte. Links, links, rechts. Ja, ja, hier war ich noch nicht. Da oben ist ein Licht. Fette alte Spinne. Traue ich den Fallen? Eher mal nicht, oder? Das ist ein Magiedilettant, oder? Oh, warte mal. Ich bin nicht sicher, ob das so schlau ist, hier stehen zu bleiben. Ich weiß aber nicht, warum der Hebel nicht... Lass mir die fette Spinne doch hierher kommen. Das ist ein bisschen Glück, stellt sich das dumme Vieh auf eine von den Flammenfeldern. Marwan, auf ein Wort. Ephaiston, mein Lieber, was gibt es? Deine jüngsten Unternehmungen. Ich bin gelinde gesagt verwirrt. Ich sehe es. Du wirkst blass. Marwan. Der Rat verlangt Antworten. Was ist das für eine Allianz mit den Schöpfern? Wir plaudern bei Zeiten. Weiter nichts. Sie kreieren neue Spektakel für die Arena. Marwan! Und
Cassia? Das Labyrinth? Mit welcher Rechtfertigung? Ah, den Rat hat sie also auch verzaubert. Sie ist ein Monster. Monster oder nicht? Das Volk liebt sie. Das Volk wird sie nicht vergessen. Seltsam. Über wie viele Gladiatoren habe ich dasselbe gehört? Die Menge wird den und den nicht vergessen. Lass den und den leben, Kyrios. Die Menge wird aufbegehren. Das Gedächtnis der Menge ist ein Loch. Das Volk liebt dich am Abend und am nächsten Morgen liebt es sein Frühstück. Es hasst dich am Vormittag und nachmittags hat es dich vergessen. Es gibt nur einen Saft, der sein Herz zum Schlagen bringt. Blut. Allmählich frage ich mich, was du wirklich willst, Marwan. Dasselbe wie wir alle, lieber Hephaiston. Ein Standbild auf dem Basaltplatz. Ist dir nicht wohl? Du solltest dich setzen. Irgendetwas geschieht mit mir. Ich glaube, jemand hat dich vergiftet, mein Liebster. Welch grausame Stadt. Wer soll jetzt in deine großen Fußstapfen treten? Ich muss weiter nach oben. Ich mag das Spiel. Also wenn das im Labyrinth rauskommt, hat sie sich in Politik geschult, in Magie und im Nahkampf. Ich bin mir jetzt sicher, die sollten auf jeden Fall hoffen, dass sie nicht rauskommt. Wenn ich wegen genug Punkte habe, muss ich noch einen Fulminikus oder Ignifazis lernen. Der Feuerball ist ein toller Flächenschaden, aber ich brauche noch ein bisschen was punktgenaueres. Ich würde mich wundern, wenn jetzt keine Spinnchen mehr geben. Echt nicht? Okay. Na toll. Dafür eine Morsche Brücke. Nein! Das hat aber ordentlich AP gegeben.
Jahre vergingen. Spinnengift fraß sich in ihren Geist. Fraß jeden ihrer Wünsche, bis nur noch ein Wunsch übrig war. Ein einziges, pochendes Verlangen. Herrschen. Herrschen über jeden und alles. Und sei es nur für einen Tag. Oh, sieht mittlerweile ein bisschen ungesund aus, die Gute. Du wirst mich auch verlassen? Nein. Nein. Sie lieben mich. Alle lieben mich. Nein, das ist es nicht. So wird es nicht gehen. Über wen soll ich dann noch herrschen? Das ist natürlich nicht schlecht als Sperre. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, im Endeffekt muss man etwas haben, was die Gegner nicht weghaut. Mana noch hochgepusht. Sehr schön. Drei Züge im Voraus denken. Nicht müde werden. Die gute Herrscherin schläft nicht. Sie lässt ihre Feinde schlafen. Pläne. Dunkel und undurchschaubar wie die Nacht. Könnte Hilfe brauchen. Verrat. Alle verraten mich. Es ist vorbei, Cassia. Marwan hat gesiegt. Die Kreaturen der Schöpfer haben das ganze Land überrannt. Der Rat wurde aufgelöst. Wer hätt's geglaubt? Groß-Emir Marwan oder Erster Kyrios, wie er sich jetzt nennen lässt. Was ist? Bist du tot? Ja, ich weiß, du liest. Auch wenn du gar nicht in dein verfluchtes Buch schaust. Diese Kreaturen, Cassia. Du solltest sie sehen. Geschöpfe aus den 13 Höllen. Ein Biest haben sie vor ein paar Tagen ins Labyrinth gesperrt. Den großen Versteinerer nennen sie ihn. Ein Basilisk oder sowas in der Art. Na toll. Sei auf der Hut da unten. Hast viel länger durchgehalten als jeder andere. Mir wäre langweilig ohne dich. Was ist? Es ist hier unten? Das Basiliskenbiest. Oh, keine Sorge. Es ist irgendwo ganz auf der anderen Seite. Wer füttert es? Wer? Was weiß ich? Marwans Soldaten. Warum? Jemand muss es füttern. Wenn jemand es füttert, dann muss dort ein Ausgang sein. Ich würde mal sagen, wir setzen unseren ersten Cut, weil sonst gibt das hier so lange Videos. Ich komme ja auf jeden Fall wieder her. Klar, da spiele ich ja durch. Ich finde das Spiel jetzt schon großartig, aber ich habe auch den ersten Teil geliebt. Und generell, ich bin halt einfach ein alter Fan von das Schwarze Auge. Dementsprechend keine Sorge, wir sehen uns hier bald wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.